Eröffnung. Die Freiwillige Feuerwehr St. Michael stellt die Eröffnung der Jahrmarktsfreiung dar, wie sie in der erzbischöflichen Zeit im Jahre 1796 beschrieben wurde. Höret, höret, höret! Höret, höret, höret! Kraft meiner mir als Markt- und Landrichter von den Bürgern und dem Landesherrn verliehenen Autorität. Kraft meiner mir als Markt- und Landrichter von den Bürgern und dem Landesherrn verliehenen Autorität. Ist der Markt eröffnet, sobald dies hölzerne Schwert, das Zeichen unserer Marktfreiung, auf der hohen Stange aufgepflanzt ist. Auf der hohen Stange aufgepflanzt ist. Wir erwarten in Kürze die Musikkapelle St. Georgen im Attergau. Die Landjugend von St. Michael, die ist ein bisschen ungestüm. Die soll eigentlich noch ein bisschen langsamer werden, aber es geht ja. Landjugend von St. Michael zeigt uns keltisch-römische Zeit im historischen Ungarn. Gold und Silbererz auf dem Lauterwagen. Man redet ja immer, dass in den Bergen tief unten Zwerge hausen und das Bergglück beeinflussen. Wir begrüßen die Fräulein Lehrerinnen mit den Oberlehrern. Grüß Gott, liebe Kinder. Es geht Schlag auf Schlag. Nach der Schulklasse begrüßen wir den Musikverein Bad Leonfelden mit den Ehrendamen Elke Sampel und Annette Sampel. Und eine Abordnung des Kameradschaftsbundes.
Weberinnen, Weberin und Spinnerin. Sobald ein Mensch die Welt erblickt, braucht er von meiner Ware ein Leintuch in den Ehestand, ein Leichentuch zur Bahre. Drum danke ich meinem Herrn und Gott. Mein Handwerk bringt mir gutes Brot. Die Störweber, die mit ihrem Weberzeug vom Bauernhof zu Bauernhof gegangen sind, um dort die Arbeit anzubieten. Betrachten wir bitte das Spann- und das Webrad. Es sind die sogenannten Umadroger, die haben die Waren auf Märkten und auf Bauernhöfen zum Kauf angeboten. Die Kräuterfrauen mit ihren Heilkräutern waren in der Naturmedizin sehr kundig und konnten wahrscheinlich so manches Leid stillen. Wir sehen als nächstes die Schnitterinnen in der Arbeitskleidung auf dem Weg zur Feldarbeit. Und dahinter als würdigen Abschluss die Trachtenfrauen in der Lungauer Festtracht. Kommen Edelleute und die Hofgesellschaft aus der Barockzeit mit dem hohen geistlichen Herrn. Die barocken Edelleute und die Hofgesellschaft, das ist die 2a der neuen Mittelschule St. Michael. So fesche Kräuterweibler. Der Obersauschneider hat sein Werkzeug mit und beachten Sie bitte die Gamaschen bzw. die Stiefel, die sollen vor den gefährlichen Hauern der Saubären, der Eber schützen. An der Spitze die Herzogin Magdalena aus dem Herzogtum Steiermark. Adeligen und Ministerialen des Fürsterzbischofs. Das Bürgertum im Stil des Empire gegen Ende des 18. Jahrhunderts. Einen Applaus für die feschen Damen und Herren aus dem Empire. Sie erwerben mit ihrer Arbeit die Menschen und die Suppenträger wurden sogar aufs Feld hinausgeschickt. Das Frühstück wurde am Feld eingenommen. Da wird es jetzt ein bisschen lauter. Die müssen Sie auch bemerkbar machen im Gai. Ganz besonders wichtig waren die Sauschneider. Und die Sauschneider hatten auch die Sauschneiderknechte. Wir sehen sie in der Originalgewandung
und ohne das Schwert der Indigenten der Sauschneider hätte der Oberungarn kaum überleben können. Die Sauschneider waren zu Fuß unterwegs zum Teil, weil wir die Gei weit weg waren in späterer Zeit mit Vorrädern. Jagd und Jäger haben bei uns immer eine große Bedeutung gehabt. Es stellt sich also vor, die Jagdgemeinschaft St. Michael. Mit den Jagdtonbläsern. Weidmanns Heil, Lager. Und dahinter begrüßen wir die Trockenmusikkapelle Görias mit den Ehrendamen Hedwig Remser und Gertraud Langmeier. Accessoires wurden von Ihnen selbst aufgrund Ihrer persönlichen Erinnerungen hergestellt. Der Leiterwagen war wichtig, wo man die Gäste beim Postauto abgeholt hat. Das sind also die Sommerfrischler. Die Bestknechte. Es gibt nachweislich in Oberlungau Bestfriedhöfe. Die Bestärzte mit ihren Masken sollten durch Kräuter in dieser schnabelartigen Nase von Gestank der Pest ein bisschen geschützt sein. Da waren Kräuter drinnen. Und dahinter die Flagellanten, auch die Geißler genannt, sie zogen von Markt zu Markt, von Stadt zu Stadt, züchtigten ihren Körper öffentlich als Zeichen ihres Glaubens. Mit den Ehrendamen Elisabeth Kalbuba und Lisa Tibola, Bäckers Martin Alhir. Ja, das waren jetzt die Sauschneiderfrauen. Ich will ja nichts sagen, aber sie winken so wahrscheinlich vor lauter Freude, dass die Lieder weg sind. Stopf, Schießen und Ski-Alpin stellen die Holzfäller dar. Und Holz war von jeher ein wichtiger Wirtschaftszweig in unserer Region. Die festgelegten Arbeitsplan unterworfen war. Da sind aber nur einmal die Holzknechte. Da hat vielleicht der Traktor geschreckt. Die Mitarbeiterinnen des Pensionistenwohnheims und des Reinhalteverbandes. Es geht also um die sogenannten Anleger, um jene Knechte und Mägde, die nicht mehr arbeitsfähig waren und bei den steuerzahlenden Bürgern einquartiert wurden. Applaus für die Andrera! Sangesbrüder in der Burgschenke. Die Zugbrücke wird hinaufgeklappt. Reiche venezianische Handelsleute mit
Luxuswaren, die über den Katschberg Richtung Salzburg gezogen sind. Hupfen unterwegs zur Brauerei und dahinter ein altes Bierauto vom Mandelbräu. Die Schmiedegesellen machen Hufnägel und Hufeisen, die für den Beschlag der Pferde notwendig sind. Die Dorfmusik Völting dürfen wir recht herzlich begrüßen. Der heutigen Rotkreuzstelle St. Michael zeigt sich in alten Uniformen und demonstriert die Versorgung eines Schwerverletzten. Der Herr Chirurg trinkt da manchmal mit, der muss das auch aushalten. Ja. Ein grauslicher Unfall. Die St. Martiner Bergjugend stellt Wilderer da im Jungwald und schauen, ob sie in die Tuchte was rührt, was zu erlegen wäre. Und den vorläufigen Abschluss des Umzuges macht jetzt die Trachtenmusik unterm Berg. Der Trockenmusik unter den Berg anschließen. Freude mit diesem Geschenk machen wir. Vielen, vielen Dank und Gratulation zu dem Fest und Gratulation zu 600 Jahre St. Michael im Lungau. Das meint einfach riesig, dass uns riesig glaubt, wenn wir miteinander eine Zeit verbringen können. Vielen, vielen Dank für das nette Geschenk und alles Gute auf Enkernweg.